Hallo Leute, es geht weiter mit Tomb Raider Anniversary im Grab des Qualupec. Und ja, ich wollte hier zuletzt hochspringen da hinten. Machen wir das doch mal. Und mir einen Weg bahnen, wenn es denn geht. Aber da es drei Türen sind, glaube ich halt immer noch, dass es sein könnte, dass man auch oben noch lang kann. So. Oh, nein, nein, nein. Oh. Aber sie hat sich nicht so viel getan. Geht noch. Jetzt sind wir direkt beim Tor. Das ist ja schön. Also nochmal das Ganze. Mir wurde gerade mein Kletterhaken angezeigt. Ich dachte aber, ich kann in die Röhre springen. Ach so, weil hier auch einer ist. Ja, aber geh doch einfach an die Röhre. Geht doch. So, jetzt bin ich hier oben. Ah, das nutzt mir doch bestimmt was. Musst du immer so einen Lärm machen, Lara? Hier wäre auch noch eine Säule gewesen auf der Seite. Klar, man könnte natürlich sich auch rüberschwingen, ne? Merke ich gerade. Ohne dieses Ding auf die andere Seite. Aber gehen wir doch erstmal. Machen wir erstmal. Ja, was mache ich jetzt erstmal? Yay, geschafft. Zweites Tor. Okay, das ist schon mal gut. Jetzt nur noch auf die rechte Seite. Das wird jetzt ein bisschen schwieriger, glaube ich. Hilfe! Ich weiß nicht, ob das geht. Vielleicht ist die Seite doch besser gewesen sogar. Weil noch weiter runter geht doch gar nicht, oder? So. Das schafft sie nicht. Das sehe ich jetzt schon. Der Abstand ist zu groß. Aber die sind beide gleich weit entfernt, die Haken. Ich weiß nicht, ob das klappt. Wenn, dann tut sie sich gleich ganz schön weh. Dank mir. Aber probieren geht über studieren. Außerdem kannst du mal ein bisschen, genau, so bleiben. Vom Schwung her jetzt nur noch mehr. Richtig Schwung, 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 Schwung. Ah ja. Okay, klappt nicht. Tod über Lara. Tod. Fehlt aber trotzdem nur noch ein Tor, ne? Ich muss jetzt nicht oben nochmal alles machen, ne? 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 Ne, es ist nur noch eins. Okay. Gut. Wie komme ich jetzt auf diese Seite? Wieder mit dem Ding hier. Ich verstehe immer noch nicht, warum man den anderen davon auch nicht nehmen kann. Wenn man beide nehmen könnte, dann würde ich hier auch rüberkommen. Aber jetzt stehe ich vor dem Problem wie am Anfang. Warum lässt sie das immer los von alleine? Ich habe nicht von Loslassen geredet. Zieh es einfach weiter. So, das ist jetzt ziemlich nah dran, glaube ich. Vielleicht ist es auch gar nicht schlecht, wenn man das so auf Eck stellt. Und das hier kannst du echt nicht... Wieso kann sie den denn jetzt nehmen? Den konnte ich vorhin nicht nehmen. Versteh das nicht, ey. Versteh das nicht. Egal. Es geht ja jetzt. Also das kapiere ich echt nicht. Ich habe es ja mehrere Male versucht. Habt ihr ja sogar gesehen. Da war ein Dreiecksymbol. Ich habe es angefasst, aber sie konnte das Ding nicht ziehen. Jetzt stehe ich zu weit weg wahrscheinlich, ne? Ja. Ja. Ich hoffe, das reicht. Der Dame.
Eine erfahrene Grabräuberin hätte das jetzt natürlich direkt richtig gestellt. Das ist doch jetzt wirklich nah genug. Jetzt fängt das schon wieder an, dass sie sich da nicht festhält, oder was? Dann muss ich da direkt rüberspringen. Anders geht das nicht. Dann muss sie... Ja, doch nicht darüber springen. Dann muss sie da so reinspringen, dass sie sich nicht festhält, sondern vielleicht direkt reinspringt ins Loch. Da dran drinne steht oder so. Ich meine, das hier könnte man auch noch näher dran stellen, sehe ich gerade. Nein, nee, nee, nee. Okay, nehmen wir den mal ganz nah dran. So, näher geht nicht. Näher geht nicht. Und der darf auch noch näher ran. Das ist in Ordnung. Müsste es jedenfalls, hoffe ich. Warum? Und wenn sie sich hier da oder da einfach mal... Eigentlich müsste sie sich ja doch festhalten können. Tut sie auch. Aha. Na dann. Nur vorher halt nicht. Einfach mal so. Okay. Ich habe hier Angst, dass wieder ein Raptor um die Ecke kommt. Aber der kommt bestimmt wieder auf dem Rückweg oder so. Oder kommt er, wenn ich reinkomme? Was machen die hier überhaupt? Der letzte Hebel. Bevor ich den drücke, will ich aber mich mal umschauen hier. Nein, 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 nein. Das ist nicht euer Ernst. Alter, scheiße, scheiße, scheiße. Ey. Boah, ganz ehrlich, ich spiele die Spiele im Moment immer so morgens und bin dann immer noch so ein bisschen leicht, ja, dösig. Und dann kommt immer sowas und ich denke immer, ja, spielst du ein bisschen Tomb Raider so. Und dann, ey, kacke, fällt sie hier auf einmal, ich... Mann. Scheiße. Ich weiß nicht mal, wo die blöde Kiste gerade hin soll. Schmeiß sie doch einfach runter. Es war ja so klar, dass jetzt hier so was Gemeines wieder passiert, echt. Es wäre ja zu nett, einfach den Hebel drücken zu können. Dreh dich um, Mädchen. Oh Gott. Da fällt sie erstmal hier voll in die Tiefe. Was machen diese Wölfe hier? Ist doch gar keine Beute für die immer, für die Tiere. Das habe ich mich schon früher gefragt. Wieso diese Tiere hier überall immer sind. Wovon die sich ernähren. So, was mache ich jetzt von wegen Hebel? Ich muss da oben, glaube ich, wieder ran und mich dann fallen lassen. Ja. Jetzt aber. Puh. Mhm.
Mann, oh, mir bleibt echt die Spucke gerade weg. Echt, ich muss mich immer erstmal holen davon. Aber man lernt draus, ne? Man lernt draus so, hey, denk nicht, es ist alles gut. So, jetzt holen wir erstmal das, was hier liegt. Braucht sie nicht, weil wir haben ja immer noch genug Munition anscheinend. Und wäre sie schnell hier weggesprungen, dann hätte sie es vielleicht geschafft. Ich frage mich aber, ob da oben noch was liegt. Aber da bin ich ja gerade lang gekommen, oder? Aber da nicht. Will ich das nochmal probieren? Diese Nischen reinkommen, aber sie wird sich da nicht festhalten. Da, ich wüsste nicht, wie ich da reinkommen soll. Keine Ahnung. Na gut. Ich hoffe, da war jetzt kein Secret. Das mit diesem Sprung schafft immer nicht, schaffe ich immer nicht. Mist. Jetzt bin ich doch runtergefallen. Und er ist da auch noch. Ist natürlich blöd. Jetzt muss ich ein Medipack nehmen, was ich immer blöd finde, aber okay. Ja, oh, das Geräusch ist auch so fies von den Raptoren, finde ich. Das klingt so richtig böse, oder? Echt schlimmer manchmal als in so einem Horrorspiel oder so. Den machen wir gleich mal platt. Kannst du dich mal festhalten, Mann? Ich hasse das. Es ist aber auch echt gerade ein bisschen viel. Wieso? Guck mal, ich springe doch direkt da quasi dran vorbei. Warum hält sie sich denn nicht einfach fest? Ich kapiere das nicht. Und die hält sie sich doch auch fest. Hä? Sie springt da immer durch. Wie soll ich jetzt hier wegkommen? Bin ich irgendwie nicht rechtslastig genug? Nee, sie hält sich einfach nicht fest. Dann nicht. Gibt es noch einen anderen Weg? Oder kann ich die Kiste auch woanders hinschieben? Ihr Doofies, kann ich die Kiste auch da? Oder ist das zu niedrig? Wenn ich die hier hinschiebe? Ich habe keinen Bock, die Kiste zu verschieben jetzt. Das ging doch vorher auch. Warum geht es dann jetzt nicht? Nee, also. Das ist. Ist. Immer diese Probleme, da fällt man einmal runter und das. Nee, das ist alles. Das ist alles scheiße hier mit. Das geht nicht. Muss irgendwie so. Hey, du blöder Kackraptor da oben, dann komm doch runter. So. Das muss gehen. Halt dich fest, Olle. Das war jetzt daneben gesprungen. Aber gerade eben hätte es doch 10-mal klappen müssen. Und wenn ich mal ein bisschen nach oben mehr... Ja, ich muss mal ein bisschen mehr nach oben, glaube ich, springen. Oh Gott, ja. Ja, ich komme schon. Ich bin schon dabei, ich komme schon. Gib Schwung jetzt. So, da ist er. Oh, da steht er schon und wartet. Hallo.
So, war jetzt hier noch was in den Ecken? Jetzt bin ich ja extra noch mehr rumgelaufen. Das sieht so aus, aber ich glaube eher nicht. Kann ich jetzt hier überhaupt rüberspringen oder? Ich weiß gerade auch nicht, was ich hier mache. Ich kann ja gar nicht nochmal an den Hebel. Wo kannst du denn mal hin? Wie habe ich das denn vorher gemacht? Dann war ich da unten. Dann hält sie sich aber jetzt am Hebel nicht fest. Ich will da an die Röhre. Scheiße. Nein, der Winkel stimmt, glaube ich, nicht. Der Winkel stimmt nicht. Ja. Geil. Aber vielleicht habe ich jetzt Glück und der Kontrollpunkt rettet mich. Ja, das ist gut. Okay. Ja. Vielleicht war das doof, an diesen Balken zu springen. Vielleicht ist es besser hier ran. Dann direkt rüber jetzt. Mit ganz nach oben und dann rüber. Zum Raptor. Stirb endlich. Mein Gott, der steckt aber auch ein. Und ich krieg das mit diesem Zielsprung immer gerade nicht hin. Selbst wenn ich dann warte und wegspringe an die Seite, die zielen mich an und das war's dann. Das ist ein bisschen blöd. Aber egal, das Tor ist geöffnet, wir haben es geschafft. Bin halt leider einmal runtergeknallt. Das hat mich jetzt ein bisschen Zeit gekostet. Na, noch einer. Ja, super. Hallo, Freunde. Ach, da unten. Yippie-yay. Kann ich den nicht von hier unten gleich platt machen? Man weiß ja nie. Tot. Yippie. Wo auch immer der jetzt herkam. Es könnte natürlich sein, dass da unten auch noch irgendwas versteckt ist, aber scheiß drauf. Was jetzt nicht schlimm wäre, weil jetzt habe ich den Raptor ja auch getötet schon, aber keine Lust. So, das Tor ist offen. Gehen wir doch mal rein. Wie soll sie denn jetzt auf die Spitze kommen, wenn sie hier so rumschwankt? Keine Ahnung, wie hier ganz nach rechts klettern oder? Aha. Nicht schlecht. Ich will nur mal einen Blick nach unten werfen. Würde mich nicht wundern, wenn da unten auch noch was rumlungert. Ganz ehrlich. Gruselig. Okay, hier kann ich ins Wasser. Kommen hier Tiere? Gehe ich mal erstmal nach unten. Definitiv eine Höhle, da will ich noch rein. Ich wollte gerade sagen, hier kennen wir uns doch schon aus. Hier war ich doch schon. Hier bin ich doch hergekommen. Warum bin ich wieder hier? Bin ich durch den falschen Eingang gelaufen? Das ist ja jetzt komisch. Das war jetzt merkwürdig. Habe ich so den Orientierungsdreh gehabt? Bin ich wohl komplett in die falsche Richtung gelaufen. Ich hätte jetzt aber auch gedacht, dass es gar nicht mehr geht.
dann bin ich hierher gekommen. Dann gehe ich jetzt nochmal schnell zurück. Und ich denke hier so, ja, ist doch super, läuft gut. Rüber über die Dinger. Ja. Ich muss genau auf die andere Seite. Macht ja nichts. Ich habe bestimmt jetzt secretmäßig was übersehen, aber... Ich laufe hier nur mal eben rum, falls hier was liegt, aber tut's nicht. Ich kann nach oben. Wow, okay. Hier thront der Gottkönig Qualopec, einer des Dreigestirns, Hüter der drei Splitter des Sion, Bewahrer des Wissens, geheiligter Herrscher von Atlantis. Okay, Leute, das mache ich in... Nein, das mache ich jetzt schnell. Nicht im nächsten Part. Ich laufe schnell. Wir haben die eine Seite des Sion. Wenn man schnell laufen kann, weiß ich immer noch gar nicht wie. Deswegen laufe ich einfach mal so, normal. Nein, Raptoren. Nein! Zeit für so einen Scheiß. Lauf. Raus mit dir aus der Höhle. Oh. Ich käme ja rein. Aber ich habe keine Badehose dabei. Was Sie nicht sagen. Sie machen Ihren Job, ich mache meinen. Ab hier übernehme ich. Ich hoffe, Nadler hat Ihnen nicht nur diese Schrotflinte mitgegeben. Keine Panik. Ich bin eher praktisch veranlagt, Schätzchen. Was? Ich glaube langsam, ich gefalle Ihnen nicht. Wieso baggert er eigentlich so viel an Lara rum? Und warum wird mir hier gar nichts angezeigt, was ich machen kann? Ja, halt die Klappe, Larsen. Ich warte jetzt einfach nochmal, mach mal gar nichts. Ah. Doch nur ein Splitter des Sion. Wo ist denn der Rest? Geben Sie mir eine Minute. Ich muss nachdenken. Oh, ist ja schon gut. Pierre hat seinen Splitter sicher schon gefunden. Pierre Dupont? Wo? Also, das weiß ich nicht. Okay. Ich glaube Ihnen. Scheiße. Mit Ihnen ist nicht zu spaßen, was? Nee.
Unsere Kleine hat es geschafft. Sehr richtig. Jetzt sind Sie dran. Ich will mich ja nicht einmischen. Aber was macht sie so sicher, dass sie den Splitter nicht selbst hier abliefert? Lara würde den Sion niemals aus der Hand geben. Sie ist besessen davon, genau wie ihr Vater. Ah, Monsieur Dupont. Haben Sie Neuigkeiten für mich? Sehr gute sogar, Madame. Ihre Informationen waren korrekt. Ich habe meinen Teil des Sion gefunden. Voilà, er befindet sich unter einem Ort namens... St. Francis Folly. Ja, das war's mit diesem Level. Sehr schön, aber leider habe ich hier tatsächlich nicht die beiden Artefakte gefunden. Habe ich mir fast gedacht. Es lag so in meinem Gefühl, dass irgendwo in diesen Nischen bestimmt oder sonst wo oben bestimmt noch irgendwas zu holen war. Aber egal, ist nicht so schlimm. Wir sehen uns im nächsten Part mit Tomb Raider Lara Croft und vielen Dank fürs Zuschauen und ach ja, schockreife Parts hier. Bis dann!